Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Ozon mit dem Olli. Guten Tag. Und mir. Also. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, ihr braucht noch Treibstoff dafür, da habt ihr recht. Und dann werden einige sagen, oh, da gibt's doch von Mine Factory Reloaded einen Oil Fabricator. Nö, hier nicht. Hier gibt es keinen Oil Fabricator. Das heißt, wir müssen uns noch irgendwo Öl suchen. Mhm. Ich habe hier schon aufgeblättert, da gibt es die Möglichkeit über die Mining World von Aroma 1997. Ich hätte gesagt, das ist eine gangbare Möglichkeit, die wir auf jeden Fall machen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun. Der Electric Compressor hat mittlerweile die Heavy Duty Plates in Summe 32 hergestellt. Und dann schauen wir uns nochmal das Rocket Tier 1 an. Das Tier. Rocket Tier 1. Da kommen in die Mitte nämlich schon mal 8 Platten rein. Die können wir nämlich schon mal... Nein, das können wir gar nicht reinlegen. Das geht ja gar nicht so. Das geht ja gar nicht so. Aber das fliegt ja dann wieder raus. So, dann können wir uns mal noch eine Nase basteln. Was, eine Nase? Ja, eine Nase für die Rakete. Heute basteln wir uns eine Nase. Genau, wir basteln uns heute eine Nase für die Rakete. So, wo war die Nase? Nase. Vielleicht kommt NASA von Nase, das kann natürlich auch sein, ne? So. Bestimmt. Eine Nose haben wir. Dann Rocket Fins. Oh, ich brauche ein bisschen Stahl. Aber dann schauen wir trotzdem nochmal, was wir noch alles brauchen. Flint and Steel. Einen Button. Heavy Duty Place, Tin Kanister. Und Steel und Tin. Gottes Willen, wir brauchen noch einiges. Also ich hätte gesagt... In den Kompressor drüben habe ich schon mal 2 Stacks Stahl mal reingeschmissen, dass er so nebenbei ein bisschen Stahl macht. Okay, das davon brauchst du ja viel. Mhm. Und dann hole ich mir noch ein bisschen Zinn. Ja, das kriegen wir noch. So, wo habe ich da? Da muss ich hin. Aber ich nehme ja trotzdem mal ein bisschen Stahl mit. Wir haben ja noch ein bisschen da. Einen Stack. Einen Stick. Nein, das war Lithium. Lithium ist verkehrt. Lithium ist verkehrt. Das brauchen wir irgendwann für was anderem. Alu, hier. Aluminium. Und dann brauchen wir noch Zinn, haben wir gesagt. Das war hier. Und dann klaue ich hier einfach mal. Ein paar Platten. So. Und dann brauchen wir Flint and Steel, haben wir gesagt. Dazu brauchen wir nochmal Eisen. Ein Stack mitnehmen. Und Flint. Flint haben wir da oben. Ja, und dann schauen wir lieber nochmal, ob wir nicht irgendwas vergessen haben. Wir laufen ja so ungern. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zinn. Die Zinnkanister brauchen wir zweimal. Button. Dafür brauchen wir Cobblestone. Den ich natürlich auch nicht einstecken habe. Okay, Cobblestone noch. Und der Rest ist hier nochmal Stahlplatten. Direkte, okay. Cobblestone. Einen Stack bitte. Danke. So. Du bist hier soweit fertig. Dann können wir bei dir mal ein paar Zinnplatten machen. Dann stellen wir uns nochmal 2 Zinnkanister her. Das sind 4. Brauchen wir nicht sogar 4? Okay. Heavy Duty Plate. Dann brauchen wir noch Flint and Steel. 2 Stück. Das haben wir auch. Halt, nicht Tier 2. Tier 2 haben wir noch nicht. Tier 1. Rocket Fins. Oh mein Gott. Was fehlt mir jetzt noch? Stahlplatten. Zu wenig Stahlplatten. Na gut, mal ein bisschen Stahlplatten durchjagen. Wenn die Zinnplatten durch sind und das Inventar nicht zum Brechen voll wäre. Ach ja. Das Problem ist, ich kann das nicht in die NASA-Workbench reinlegen, weil sonst funktioniert das nicht. Das wirft nämlich jedes Mal gleich wieder raus. So. Ja, ärgerlich. Mhm. Aber ich habe ja noch ein bisschen was im Inventar, was ich mal beiseite legen kann. Ein bisschen was. Den auch noch. Wieso habe ich eigentlich 2? Na okay, egal. So. Die haben wir. Dann können
können wir uns hier eigentlich schon mal... Da fehlt uns noch eine. Eine fehlt uns noch, ne? Genau, eine Rocket Fin fehlt uns noch. Du hörst dich so an, wie wenn du fertig wärst. Genau. Dann machen wir uns noch mal ein paar Stahlplatten. Der Oxygenkollektor ist auch fertig. Oh, sehr gut. Du sorgst quasi schon mal für Luft. Das genau, ist das Wichtigste. Mhm. Nein, das nicht. Ach genau, da fehlt uns noch der komische Heatvent da unten. Ach verdammt, das ist natürlich sehr schlau. Der Solarpanel wird vom Baum verdeckt und ja. Nein, ist nicht intelligent. Tut mir leid, wenn ich dir da widersprechen muss. Aber gut, ja. Das in die Mitte. Ich wollte schon gerade meckern, wieso das Ding keinen Strom bekommt. Also, okay. So, einen. Ich bin zu blöd, einen Button zu bauen. Ich bin zu blöd, einen Button zu bauen. Ach, das muss man da links. Wolltest du Cobblestone nehmen? Ja, ich wollte Cobblestone nehmen, aber egal. Den Fehler habe ich vorhin auch gemacht. Na gut. Wollte mich schon wundern. Verdammt, wieso will der jetzt nicht? Na? Was fehlt mir denn noch? Mal gucken. Das und das haben wir. Das haben wir. Dann den Kanister. Und den Button. Kommt's doch raus, hallo. Rocket Tier 1 Engine. So, und dann brauchen wir nochmal Rocket Fins. Dafür haben wir hier noch ein bisschen Stahlplatten. Nochmal einmal Fins, bitte. So, alles ins Inventar wieder rein. Gucken, ob wir alles haben. Ich denke ja. NASA Workbench. So, die Nase. Oh, die Platten haben gerade so ausgereicht, die Heavy Duty. Das war knapp. Müssen wir nicht zufälligerweise in die Tier 1 Rocket noch einen... Können wir da überhaupt einen reinlegen? Ja. Was? Kannst du mir mal noch eine Kiste... Brauchen wir eine Kiste? Wollen wir uns die Kiste reinbauen? Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Nö, ne? Okay. Tier 1 Rocket. Erledigt. Haben wir. Sieht übrigens sehr witzig aus, wenn man mit dem Ding in der Hand rumläuft. Hier. Ganz starker Mann. Hier, guckt. Guckt. Ganz starker Mann. Kann eine ganze Rakete tragen. Cool. So. Die packen wir natürlich mal erstmal ins Inventar. Ganz locker in die Hosentasche. Und dann apropos Rakete. Brauchen wir auch das Launchpad. Jo. Dazu brauchen wir Compressed Iron und Block of Iron. Ich bin gerade beim Schauen. Das ist einfach nur... Gut, das kriegen wir hin. Eisen habe ich nämlich noch am Mann. Haha. Ich hab's am Mann. Unglaublich. So, ein paar Eisenblöcke brauchen wir auch noch. Kommt da dann schon genügend raus? Ja, 9 Stück. Brauchen noch 3 Blöcke. 3 Blöcke. So. Die 3 Blöcke. Und dann von hier noch 3 Platten. So, packen wir raus hier. So. Wir haben auch einen Rocket Launchpad. Uhuhu. Yippee. So. Da muss ich mich mal ganz kurz orientieren, wo ich jetzt hin muss. Das war in die Richtung, glaube ich. Und wenn nicht, dann müssen wir mal in die andere Richtung gehen. Müsste doch die andere große Plattform sein. Ja, ja, ich bin gerade. Ich habe beide Plattformen gerade im Auge gehabt, aber ich war mir nicht mehr sicher, welche ist. So, da haben wir die Plattform. Oho. Jetzt noch die Mitte ungefähr finden. Das daher ist ungefähr die Mitte. Ungefähr hier. So. Können wir nochmal genauer ausmessen. Jawohl. Damit haben wir die Plattform. So, und jetzt können wir noch die Rakete draufstellen. Und dann haben wir zumindest schon mal den ersten Teil erfahren. Oh, krass.
krass. Wir haben eine Rakete. Olli, wir haben eine Rakete. So. Hallo Miete. Na, leider kommt die Rakete noch nicht allzu weit. Aber das macht auch nichts, das kriegen wir auch noch. Da brauchen wir nämlich noch ein bisschen Maschinerie drumherum. Dann schaue ich mir mal... Irgendjemand schreit hier rum. Naja, wird irgendwo draußen rumstehen. So, weil dann gehe ich mal zum Olli nämlich. Dann gucken wir nämlich mal, was er hier mit seinem Oxygen-Collector nämlich da gebastelt hat. Weil auf dem nächsten Planeten, den wir besuchen werden, ist natürlich Sauerstoff so ein Problemfall. So, das brauchen wir gerade nicht. Wo steht er denn? Wo hat er denn den Baum? Hinter den Bäumen. Hinter den Bäumen. Ah. Da ist jetzt quasi ein Sauerstoffkollektor mit dem Solar Panel 1. Mehr Energie haben wir nicht, ne? Reicht ja für das Ding. Ja, 4 RF. Mehr ist es ja nicht. Und wie ihr schon seht, schöne Partikeleffekte, die hier so drumherum surren. Und der macht nichts anderes, wie quasi den Sauerstoff in seinen internen Tank zu füllen. So, jetzt brauchen wir es aber bloß noch in irgendwelchen anderen Tanks, nicht? Wir haben hier... Yep, dafür baue ich gerade noch den Kompressor. Ah, genau. Weil, das, da wollte ich jetzt dann gleich noch weiter ausführen. Irgendwie haben wir hier nämlich die... Übrigens, davon brauchen wir gleich noch einen. War die hier? Oder hast du sie schon genommen? Hier habe ich schon einstecken. Ah, schon einstecken. Und okay. Ich weiß mal einen zu. Genau. Genau. Hier unten sieht man am... Mal jetzt das leuchtende Teil da wegmachen, sonst setze ich es aus Versehen noch. Hier unten sieht man, der Oxygen Tank ist leer. Oxygen Remaining 0. Der muss gefüllt werden. Den kann man leider nur mit komprimierter Luft befüllen. Ach ja, und dafür baut der Olli gerade den Oxygen Compressor. Auch gleich noch anschauen, der ist gleich fertig. Ah, okay. Weil vor dir liegt ja noch was. Ja, danke. Ich bin nämlich gerade noch dabei, den nächsten Part mir anzugucken. Dimensional, dazu brauchen wir nämlich dieses Mining Multitool. Dazu brauchen wir 4 Enderperlen und einen Diamanten. Das sollten wir gerade noch zusammenkriegen. Warum haben wir hier nur so viele Enderperls? Naja, vielleicht hat die irgendjemand versteckt. Oder wir müssen sie welche produzieren. 4 Enderperls und einen Diamanten. Jawohl, Diamanten haben wir. Dann wird der erste Tank geladen. Ah, sehr gut. Ich komme und gucke. Gucken. Ah, sehr schönes Teil. Wenn wir dann noch ein bisschen mehr rote Wolle haben, können wir uns auch noch ein Storage-Modul dazwischen klemmen, dass da noch ein bisschen mehr Luft gespeichert wird. Okay. Rote Wolle ist aber kein allzu großes Problem. Wenn du möchtest, können wir das gleich erledigen. Dann machen wir es gleich. Gut, dann macht das nämlich Sinn. Weil ich habe mich nämlich ein kleines bisschen noch um Magical Crops gekümmert und davon ist einer meiner Lieblings-Magical Crops, die Technicolor. Die Crop und daraus kommt Technicolor raus. Da hat Olli schon komplett recht. Habe ich hier irgendwo im Bag of Holding? Ja. Weil wir brauchen für einiges zukünftig ein bisschen Farbe und dann werden wir hier gucken unter Usages. Gibt's 6x Red Rose, wenn wir das in die Mitte packen? Wie viel möchtest du? Reichen dir die 6? Oder brauchst du mehr? Neun Stück brauche ich. Bitteschön, kriegst 12. Ja? So, dann mache ich nämlich hier noch. Noch die Wolle. Oh, die Wolle habe ich einstecken. Ha, ja, Moment. Warte. Wolle habe ich auch noch einstecken. Ich habe nämlich ein bisschen gefarmt. Bitteschön. Danke. Müssen wir uns dann später noch ein bisschen um Wolle kümmern. Weil wir brauchen noch ein bisschen Wolle. So. Skystone, Stone Bricks. Den haben wir. Der in die Mitte. War das so nach oben? Jo. Und dann brauchen wir da unten noch irgendein Holz. Was wir nicht einstecken haben, aber was wir da hinten haben. Da müssen wir ja gleich nochmal kurz auf Skystone eingehen, wie man da dran kommt. Und ein paar Bricks brauchen wir noch. Habe ich noch Stone einstecken? Wie vorbereitet und abgezählt. Wahnsinn. Habe ich auch noch da.
stimmt das? Nein, oben. Na gut. Dann packen wir dich nach da oben rein. So. So, und die Skystone-Geschichte, die hier, wird hergestellt, indem man in einen Lavaeimer das, was man hier beim 7 rauskommt, reinsteckt. Und zwar nämlich dieses Skystone Dust. So, ich präsentiere das einmal von Hand und danach seht ihr dann gleich, wie es automatisiert geht. Einfach reinlegen, kommt Skystone raus, wird durch den Hopper rausgezogen, landet in der Kiste. Und wenn ihr das da oben in den Hopper reinpackt, jedes Mal, wenn das Ding mit Lava voll ist, wandert einer rein und kommt da unten ein Skystone dabei raus. So, mal gucken, ob noch einer rauskommt gleich. Oder sind wir schon durch? Ah, sind wir schon wieder durch. Na gut. Kann ich natürlich lang warten. So, und damit haben wir nämlich unser Mining Multitool. 0% of this tool is already used. Das müsste richtig sein. So. Und dann brauchen wir noch ein Portal-Frame. Und zwar brauchen wir dafür Stone Bricks. Wie viel wollen wir denn davon machen, Olli? Wie groß soll denn das Portal werden? Was für ein Portal? Achso, das ist Mining Age. Selbe Größe wie nächster Portal, würde ich sagen. Dann mache ich einfach mal 10. 10? Ja. 10. Geht hier natürlich wieder nicht. Mal gucken, wie das ging. Geht's am normalen Crafting Table? Oder habe ich es bloß falsch schon reingelegt? Mag alles sein. So, schauen wir nochmal. Links. Aromic Crafting. Also links das. Alt. Wir brauchen ja Bricks. Bricks war das ja. So. 8 Stück. 3, 3, 6. Komm, machen wir nochmal 2. Machen wir nochmal 2. Sind wir nicht ganz so über arme Leute. So. Das bauen wir natürlich gleich mal auf unsere Portalplattform auf. Apropos, ich sollte mal ganz kurz ins Questbuch schauen. Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, weil wir haben ja jetzt schon wieder was erledigt. So ganz nebenbei einfach mal. Ach, 14 willst du? Ja, 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 okay, gut, dann machen wir nochmal. Dann machen wir nochmal 4. 4 Stück noch. Okay. Dann machen wir nochmal 4 Stück dahin. Und dann dahin. Und dann haben wir hier 14 Stück und ein Mining Multitool und haben auch die Quest erledigt. Oh, was wollen wir jetzt nehmen? Ich nehme mal einen Full Heart dabei. Und sind ein bisschen die Herzen ausgegangen, ne? Bis zu den nächsten Charles Cubes. Ah, ja, wäre glaube ich ganz gut. Schnapp ich mir auch mal eins. Dann können wir wieder ein paar Charles Cubes aufmachen. So, ein Full Heart. Juhu! Wir haben noch 6. Und wenn du jetzt noch machst, dann haben wir glaube ich 7, ne? Super! Und den Chance Cube gleich wieder weglegen. Drecksteile. Gut, wir hatten auch nicht unbedingt das besondere Glück dabei. Und es wird noch lustiger mit den Ico-Saidern wahrscheinlich. So. Dann muss ich jetzt nach Westen. Sagen wir mal laufen. Über das noch nicht fertige Feld. Pass auf, dass du nicht ins Loch anfällst. Ich bin dran vorbeigegangen. Oh, 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 oh. Das sind Gegner. Ich hab Angst. Oh Gott, da ist was los. Ich würde sagen, wir sollten mal kurz eine Runde schlafen gehen. Geh mal eine Runde schlafen, Olli. Eile. Komisch. Ich mache das mit der Mattock und die funktioniert echt gut. Monster kloppen? Mhm. Ja. Das ist unter den Tools die eierlegende Wollmilchsau. Irgendwie schon, ja. Okay. Irgendwie ist jetzt hier ganz ruhig geworden. Naja. So, dann.
hatten wir das mittig aufgebaut, nicht ganz, ne? Genau, das hat was? Das Portal. Na, nicht ganz mittig. Stimmt das? 4. 4 und 4 sind 8. Dann bleiben noch 6 übrig hier. Daneben. So. 1, 2, 3. 4. So, das Portal steht. Und jetzt musste ich, glaube ich, mit dem Mining-Tool in die Mitte kloppen, oder wie war das? Ah, genau. So, und hier ist es so. Es steht unten im Chat drin, to go through the portal, you have to sneak in. Also ihr könnt einfach reinlaufen, könnt stehen bleiben, es passiert gar nichts. Wenn ihr aber sneakt, also duckt, dann entsteht jetzt, und der Olli hat jetzt gleich einen Mega-Lag wahrscheinlich, entsteht hier eine neue Dimension, und zwar die Aroma Mining Dimension. Die hat einige Vorteile. Vorteil Nummer 1 ist, es ist reichlich flach. Wie man hier sieht. Oh, apropos flach. Flach ist ein gutes Stichwort. Karte aufmachen, Waypoint setzen, neu, Portal. Wichtig, setzen. Weil wenn man hier ein bisschen sich die Gegend anschaut, dann kann man leicht mal die Orientierung verlieren. So, wie ich sehe, gibt es hier jede Menge Schafe und jede Menge Chance Cubes, was mir gar nicht gefällt. Warum gibt es denn eigentlich in freier Wildbahn Chance Cubes? Hm, naja. Um uns zu ärgern. Ja, das kann du. Da, Olli, da hast du recht. Das ist, glaube ich. Was passiert eigentlich, wenn die von der Quarry zerstört werden? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, das werden wir irgendwann mal herausfinden, oder? Aber wenn die auslösen, dann kann das lustig werden. Ja, das könnte sehr lustig werden. So, dann nehmen wir mal unseren Glider. Und dann schweben wir hier mal ein bisschen in der Gegend rum und schauen uns mal an. Also Kühe haben wir jede Menge da. Was mich auch ein bisschen wundert, bei irgendeinem der letzten Updates sind deutlich weniger Fluid-Kühe da. Hauptsächlich nur noch normale Kühe. Ich weiß nicht, ob da irgendwas daran geändert hat. Muss man gleich nochmal die Changelogs anschauen. Dann Schafe haben wir schon gesehen. Chance Cubes, da ist aber noch jede Menge Wasser, aber Öl. 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 Ich suche Öl. Das sieht zwar dunkel hier aus, aber ich glaube nicht, dass das Öl ist. Ich glaube eher, dass es ein Beleuchtungsfehler ist. Aber man kann es ja nicht wissen. Hm, Water. Also Öl sieht hier auch schlecht aus. So beim ersten Überfliegen. Normalerweise... Ah, Moment, Moment. 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 Sieht zwar auch dunkel aus. Aber... Nee, das ist Wasser. Und das ist trocken. Okay. Ich glaube, der will nicht, dass wir hier Öl herbekommen. Oder wir müssen danach suchen. Wo soll man dann Öl herbekommen? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich habe da noch ein paar Ideen. Kann man eventuell Biofuel dafür verwenden? Hm. Das ist jetzt gar nicht mehr. Weil, wie gesagt, hier sieht es ehrlich gesagt nicht nach Öl aus. Es kann natürlich sein, dass ein bisschen tiefer noch ein bisschen Öl steckt. Das kann ich auch nicht hundertprozentig sagen. Lava habe ich zumindest schon mal gefunden. Das ist schon mal eine Geschichte. Können wir in Nether gehen, können wir uns noch genügend Lava abzapfen, das ist nicht das Problem. Und hier haben wir nochmal einen dunklen Teich, aber nur zur Hälfte dunkel. Das dürfte dann Wasser sein.
Nö, das sieht nicht nach Öl aus, was wir hier uns irgendwo herholen könnten. Zumindest erstmal nicht in der näheren Umgebung. Eventuell in den tieferen Schichten. Kann ich aber nicht beschwören. Aber da ich ein paar Fackeln dabei habe, kann man da gleich mal. Ich komme noch mal ein bisschen näher Richtung Portal wieder. Da irgendwo. War doch irgendwo ein kleiner Abgang. Können wir mal reingucken. Natürlich, wenn ich danach suche, finde ich ihn nicht. Ist auch klar. Wäre zu einfach. Ah, hier. So, und eigentlich sollte es ja auch hier so sein, dass du mehr Ressourcen findest, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ich habe hier direkt am Höhleneingang ein Diamantrohr. Ja, das habe ich auch gerade eins gefunden. Übrigens, was auch sehr interessant ist, sind die Pile of Rubble. Das ist quasi auch ein bisschen so ein, ja, Geschicklichkeitsspiel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, was komplett falsch ist. Nein, es ist ein Glücksspiel wiederum. Da kann man auch noch jede Menge interessante Sachen dabei rauskriegen. Ich mache mal ein bisschen mein Inventar hier ein bisschen freier. Mal ein bisschen zu sehen, was da so weit rauskommt. So, schauen wir mal, was wir diesmal dabei kriegen. Oh, Loch. Oh, ein Rucksack. Cool. Mal gucken, ob da was drin ist. Ein Satchel. Das ist doch mal ein schöner Reward, hätte ich gesagt. Oh. Ist zwar leer, aber ist okay. Also ist ein Satchel. Immerhin. Finde ich cool. So, oh, da geht's wieder tief rein ins Loch. Angst. Da ist der Hängleiter. So, ein bisschen gegen die Wände dotzen. Das tut nicht so weh, wie das Abstürzen. So. Okay. Auf was einigen wir uns denn? Linke Wände oder rechte Wände? Ich bin rechts rein, links raus gewöhnt. Links, rechts rein, links raus. Also wenn du reingehst, setzt du sie rechts. Okay, danke. Dann sonst links wird zum Rausgehen. Gut. Ich gehe bei einer Höhle immer rein. Manchmal nicht mehr raus, ich weiß. Und Wayne Miner ist natürlich auch wieder toll bei solchen Aktionen. Herrlich. Kann man sie so richtig auslassen bei dem Ganzen. Ja. Auch wenn wir sie nicht unbedingt brauchen, ich weiß. Oh, TNT. Habe ich gerade bekommen als Reward. Und eine Soylent Red. Was auch immer das ist. So. Sieht hübsch aus hier. Gefällt mir gut. Auch noch nett wäre, wenn du so eine Ader von Chainscube hast, dann mit Vein Miner dran gehst, dann eine Das Kettenreaktion auslöst. kannst du schon machen. Das ist nicht das Problem. Aber ob das Spaß macht dabei, was rauskommt, ist eine andere Frage. Oh, und Dance Ors hat er auch noch drauf. Eieieiei. Das ist ja richtiges Eldorado für Miner. Und katastrophal für Taschenplatz. Klar, ne? Das ist Standard. Genau. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen umdekorieren. Machen wir die Torches mal neben. Müssen die links davon sein? So geht's. Gut. Ach,
das ist faszinierend schön. Ich habe einen Helm bekommen, ich habe einen Helm bekommen und Brot. Brot. So, und den Helm auch gleich aufgezogen. Man weiß ja nicht, was an hier... Öl kann ich hier auch nicht finden. Ob es Ölkühe gibt? Theoretisch für jede Flüssigkeit, praktisch habe ich sie in letzter Zeit nicht spawnen sehen. Das ist ein bisschen mein Problem. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Kann ich den Zettel reinlegen? Kann ich. Und das auch noch so. Also hier muss ich tatsächlich mal mit komplett leeren Taschen, glaube ich, rein. Wow. Phosphorat, also ganz, ganz so dringend brauchen wir das Zeug ja eh alles nicht, was hier so rumflackt. Wir haben ja, glaube ich, von allem einen guten Satz, aber Öl? Nö. Bin jetzt eine Richtung geflogen, Jetpack fast leer und an Öl nichts. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß es nicht. Es kann natürlich tatsächlich schon sein, dass er das aus der Konfiguration rausgenommen hat, dass es nicht erlaubt ist. Man muss aber auch bedenken, dass die Standardhöhe von der Oberfläche hier natürlich ein bisschen eine andere ist. Aber durch den Gang, durch den ich jetzt gerade durchgegangen bin, habe ich gar nichts gefunden. Und es war ein längerer Gang. Copper. Nö. Habe ich mir jetzt einen Rundgang hier angelegt? Ja. Weil ich hier nichts gesetzt habe. Oh, ein Steak. Hui, ein Steak. Sand, komm, Sand weg. Und ein Iron Pickaxe. Ah, fuck, fuck, fuck. Was denn? Ich komm grad auf Portal raus und es ist Nacht und ein Creeper vom Portal und ja. Okay. Der Rest ist Geschichte. Und im Chat nachzulesen gewesen. Ja. Nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit. Aber wir haben ihr Herzchen bekommen, ist ja nicht so dramatisch. Und wir können ja, uns ja auch noch welche dazu. Ich habe mein Herz gerade quasi wieder aufgebraucht. Halb so wild. Ach ja. Machen wir mal, was nicht ausleuchtet. Ja. Ground Garden gibt es hier auch noch, verdammt. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Endlich was Gescheites zu essen. Kommt der, kommt der Putzer wieder mit seinen Sojabohnen um die Ecke wahrscheinlich, ne? Du bist eine Kuh. Du auch. Ihr seid alles Standardkühe. Okay. Dann seid ihr Standardkühe. Also ich komme jetzt erstmal zurück wieder. Ich hoffe, du kannst zurück, weil das Portal aus ist. Nö. Hier ist es an. Okay. Ich hab's gerade wieder zusammengebaut. Oh, okay. Verstehe. Bin da. Okay. Das ist wie ein Netherportal, ne? Das ja, hier ist nämlich auch schon genau so ein Rotz. Ja. Wir kennen ja sogar den Mod-Autor, nicht? Ja. Darf man gar nicht so laut sagen manchmal, aber okay, ist ja egal. So, dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Wir müssen uns noch bis zum nächsten Mal überlegen, wo wir Öl herbekommen. Beziehungsweise irgendein Treibstoff für die Raketen. Aber die halbe Stunde haben wir nicht. Oh, da haben wir schon wieder voll gerissen. Macht aber auch nichts. Beim nächsten Mal gibt es mehr dazu. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ist ein bisschen Vorbereitung, wir wollen ja in Weltraum nicht. Dauert halt, geht nicht ganz so einfach. Ja. Ansonsten schreibt uns Kommentare. Die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleiben mir nur noch zwei Sachen übrig. Erstens, euch eine Sache zu wünschen, nämlich habt noch eine schöne Zeit. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Olli.
Olli, sag mal tschüss. Tschüss. Okay. Entschuldigung, gerade so konzentriert am Bauen. Ciao.